Die A8 Stuttgart-München. Gunter Haas und Martin Brosig kontrollieren mit einem Provida-Fahrzeug den fließenden Verkehr. Dieser weiße Pkw ist eindeutig zu schnell. Jetzt haben wir die 160, bei 120 erlaubten. Die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall vorwerfbar. Den holen wir. Nach hinten bekommt er jetzt das Bitte folgen aufgeklappt und ich filme jetzt nach hinten, damit da kein Fahrerwechsel oder Ähnliches stattfindet. Guten Morgen. Wir sind von der Videogruppe der Verkehrspolizei. Das bedeutet, wir haben einen Teil Ihrer Fahrt auf Band aufgezeichnet. Insbesondere da, wo wir zu schnell unterwegs waren, im 120er-Bereich. Das ist der Grund, warum wir Sie angehalten haben. Jetzt bräuchte ich Führerschein, Fahrzeugschein und wenn Sie nicht Fahrzeughalter sind, auch noch einen Ausweis. Dankeschön. Okay. Ich habe ihm jetzt schon gesagt, warum wir ihn angehalten haben. Und als Betroffener einer Ordnungswidrigkeit muss er eh bei mir keine Angaben machen. Das erkläre ich Ihnen aber nachher noch mal, wenn er das alles hier durchlesen darf. Okay. Es geht darum jetzt, ich zeige Ihnen den Film und dann können wir kurz drüber sprechen. Sie dürfen gerade auf dem Beifahrersitz kurz Platz nehmen und schauen wir uns das Ganze mal an hier. Wir sind ja schon praktisch aus der Anschlussstelle Ditzing sind wir ihnen gefolgt und haben schon gesehen, dass sie zügig unterwegs sein wollten. Und dann sind 120 erlaubt. Man sieht es. Und die Geschwindigkeit, das ist unsere Geschwindigkeit, die geht hier auch hoch. Genau. Da sehen Sie jetzt die Geschwindigkeit. Geht hoch. Dann auch dieser Abstand auf den Pkw vor Ihnen. Vielleicht nicht korrekt. Ne? Ja, irgendwann muss ich anfangen zu bremsen. Ja. Ja. Aber Ihre Fahrweise ist nicht in Ordnung. Ne? Genau. Das war's. Der Kollege erklärt Ihnen den Rest. Ja, aber dann gehen wir wieder raus. Sprechen wir jetzt? Also Sie haben gesehen auf dem Tacho 160 km/h. Wenn Sie sich wegbewegen, sind Sie schneller. Wenn Sie sich dem Ding nähern, das hat, die Kamera hat eine fest eingestellte Brennweite. Wenn Sie sich uns nähern in diesem Ding, sind Sie langsamer. Und dieses System kann das erfassen. Okay, dann gehen wir wieder raus und wir machen hier Stopp. Und der Kollege erklärt Ihnen. Also wir werden es auswerten, ein System. Eine Anzeige wird es geben, aber wie viel, das mag ich Ihnen nicht versprechen. Der Kollege sagt Ihnen vielleicht noch ein bisschen mehr. Okay? Super. Okay. Jetzt haben Sie als Betroffener einer Ordnungswidrigkeit die Möglichkeit, irgendwas zur Sache zu sagen oder keine Angaben zu machen. Was wollen Sie tun? Hey, ich werde natürlich keine Angaben machen. Das soll ich großartig ich jetzt sagen. Ja. Ich habe jetzt unterstrichen, dass Sie keine Angaben gemacht haben. Wollen Sie mir unterschreiben, dass ich Sie belehrt habe darüber, dass Sie keine Angaben machen will? Ja. Gut, dann hier eine Unterschrift. Ich möchte mich nicht äußern. So, wir müssen noch eine kleine Karte an Ihrem Fahrzeug vermessen. Bei der Auswertung von diesem Film stellt sich raus,
ob wir jetzt schon im Bereich des Fahrverbotes sind oder nicht. Wenn wir jetzt nicht im Bereich vom Fahrverbot sind, müssen wir trotzdem eins beachten: Wenn wir 26 zu schnell waren und sie innerhalb von 12 Monaten nochmal oder schon mal 26 zu schnell oder schneller waren, dass wir auch dann ein Fahrverbot haben von einem Monat. Ja, dass Sie das schon mal gehört haben. Okay? Gut. Damit lässt sich ermitteln, ob der Fahrer seinem Vordermann zu dicht aufgefahren ist. So, ich hab's hier. Okay, fertig. Ach, 17,80. 17,80. Genau. Wir machen nur Pause. Alles klar. Wir verabschieden uns. Schaffen Sie es gut. Soll ich jetzt so. Danke sagen? Herr Hennen, brauchen Sie nicht. Erwartet niemand. Trotzdem noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Ciao. Finanziell wird es 120 Euro, ein Punkt, wird er bekommen. Erstmal plus Bearbeitungsgebühr. Ja, er wird Post erhalten vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Das ist die Bußgeldbehörde.